Richtig, ja. Das Das ist ist dann halt nur ein noch bisschen nervig. okay. Das ist nur nervig, keine Ja. Challenge mehr. Ja. Ich hätte ja nichts gesagt, okay, lass die in den Katakomben ein bisschen stärker sein wie am Anfang. Da hast du ja wirklich eine Herausforderung und so. Und lass sie auf der Oberwelt auch mal irgendwie Scouts rumlaufen, aber lass doch nicht irgendwie 10 Leute plus ein Tentakelvieh auf dich zulaufen. Das ist doch Ja. nicht. Doch nicht cool. Das haben Thorsten und ich auch durchgespielt. Also das hat mich damals schon beeindruckt. Dann bin ich auf ein anderes Game gestoßen, Stranded Deep. Da habe ich mir mal so eine Testversion runtergeladen. Das war cool. Das war nicht übertrieben. Und du hattest genug Bedrohung und Feinde und du musstest die Insel Ja. verlassen, nur die Grafik war scheiße. Stranded Deep war nicht schlecht. Wenn das fertig ist, vielleicht gucke ich mir das nochmal. Ah, such, was du willst. Bin dran. Ich habe 90er Ping, das ist aber unschön. Aha. Was suchen wir? Rebellion. Rebellion. Jawohl, neuer Content. Ja, ich will fliegen. Verstehe. Schön Hoff. Hoff! Die Maps sind wirklich gut geworden, außer Yavin 4, die finde ich nicht so krass. Also, es ist halt. Ist halt, ja, Ja. Dschungel und Ruinen, so. Ja. Ja, Yavin 4 ist nicht so cool, Wenn man weil sich es ja dann relativ nur um den, gepresst wenn ist. man sich dann nur um den C-Spot prügeln müsste, dann wär's echt geil. Da will ich Ja, hin. stimmt, so Okay. die Kreuzungen und so. Also C ist Ja, schon cool. Da also werde ich auf jetzt zu die ganze C, Zeit wieder hängen. Auch zu C, ja. was ist meine Lieblingsmap aus dem Ding? Ich glaube, der Todesstern. Ich glaube, der Todesstern, der toucht mich einfach. Ja, also bei mir ist es halt Hoth oder Tatooine. Ja, beim Fliegen sicher. Du bist halt ein Pilot. Ja. Aber das Vorstellen ist auch nicht schlecht. Das Bataillon braucht gute Piloten, würde ich. Ist wichtig. Hast du den Luftraum gewonnen, kannst du den ganzen Spot halten. Nur mit einem Piloten. Zumindest war das früher so. Krasse Lobby. Auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal wieder. Ja, wir werden zwar im Fingerraum, aber hey. Das fand ich im Battlefield auch besser. Da konnte man sich die Server anzeigen lassen. Richtig. Das wurde sich auch schon von Anfang an irgendwie gewünscht. Genauso wie die Starcard-Loadouts, dass du drei verschiedene Kombinationen von Starcards vorspeichern kannst und dann je nach Map oder Schiffphase, Ground Phase, dir ein Set zusammengestellt hast. Ja. Gibt's leider auch nicht. Aber das Spiel wurde angeblich mal als AAA-Titel behandelt. Das war mir neu. Okay. Ich habe das gekauft ungefähr ein halbes Jahr nachdem es rauskam, um 5 Euro. Und ich habe das nie als AAA-Titel gesehen. Nie! Wieder Javin 4. Wieder, ja, wieder dieselbe selbe Lobby. Wahrscheinlich. Oh ja. Bitte, bitte. Oh, 11. Das kann man fast warten, oder? Eine andere Lobby zu sein. Hätten wir doch mal gewartet, wären wir jetzt Imperium. Muss ich später mal dran denken, mir den Zabrak-Rebellen zu kaufen. Heavy Trooper. Wen? Was? Den Heavy Zabrak-Trooper. Ach, den Zabrak! Der am coolsten. Als den Boy mit seinem Schnauzer. Der Standard-Skill. Ja, für mich gibt's nur einen wahren Zabrak.
Das ist auf Maul. Das ist natürlich klar. Dann hadere ich mit mir selber und dem Skin. Darth Maul ist einfach der einzig wahre. This is painful. I want to play Empire and keep getting rebels. What is wrong with me? Unser heutiges Hauptziel ist die Sicherung dieses Sektors. Für die Rebellenallianz. Boost! Boost! Leck! Leck! Aber mir spinnt gerade auch ein bisschen. Dürfen aber die Server sein. Glaube ich. Hoffe ich. Auf zu B! Die Punkte! Die Points! I'm on the way! Points! Wir besiegen das Imperium, indem wir alle markierten Positionen nice. Erobern Points. Und halten! Geiler Rucksack! Hast du schon einen geilen Rucksack, Boy? Ja, ne? Mal gleich weiter pushen. Klar! Direkt Backdoor auf D. Oder wir gehen hinter auf C, dir. Weil C ist spannend. Ist spannend. C ist immer spannend. Boost! Abdullah Tutsi Nordo! Gesundheit! Read. Von alle Freunde. Piu! Turb! Oh Gott, von rechts. Aua, von da wo wir kommen, kommen die. Ah ja? Ja. Ah ja, okay. Perfect Name 1 hat mich mit dem Cycler-Gewehr gewechselt. Ach, da kann ich nicht spawnen. Alles wird nur im C prügelt. Wir haben die Kontrolle über Kommando von S übernommen. Granate auf dem Weg! Una Dupi. Ich wüsste, was der sagt, das ist voll spannend. Eigentlich für die Rebellion oder so ein Bullshit. Ach so, irgendwie so ein fanatische Scheiße. Ah ja, wahrscheinlich. Neben dir. Hab ich, danke. Ja, links von dir, da ist noch einer. Links? Oh Gott. Ja, ja, links von dir. Und hinter. Hä? Irgendwo hinter uns kam der Maldetonator. Wir haben es gleich angenommen. Boost! Kommandoposten Crest wurde erobert. Was? Auf. Rakete! Oh, die. Oh, links von uns Tor ist kaputt. Ah, das ist links vor uns. Aua! Darth Maul. Oh Gott. Nein! Ich konnte nicht mehr Q drücken. Hat Darth Maul mit neuem Skin sogar. Guck mal. Na, da muss aber jemand gesuchtet haben für die 5000. Holy shit! Boost! Boost! Q! Q! Push! Oh Gott, ich bin Darth Maul reingeflogen. Tschüss! Oh Gott, der ist hier. Oh Gott. Ah, wohin, wohin? Schießen, schießen! Ich bin gerade schwer unterwegs hinter den feindlichen Linien. Aber ich komme raus, weil ich krass bin. Darth Maul ist tot. Ist gut. Fürs Erste. Scheiße. Tada! Schnell weg vor dem. Sofa-Dings. Da kommt noch ein Held. Boost! Oh Gott, ja. Ja, das hat dich gerade gerettet, oh, mein Freund. Danke. Ja, super. Aha. Ja. Okay, ja, ATS. Ja. Verstehe ich. Ja, man kommt hier nirgendwo hin. C ist einfach der Hotspot. Ey, Boba! Oh Gott, von hinten. Aha, besiegt. Okay. Da ist Luke! Luke! Luke wird ihn aufhalten, hat er gesagt. Da soll Luke mal zeigen, was Luke drauf hat. Aber. Warte, erste. Zwei Leute. Ja, ich seh's. Und? Granate. Einer. Danke. Boah, okay, Raketen fast.
Sperrfeuer. Irgendwie sind wir gerade von allen Seiten umzingelt, kann das ja sein. Oh Gott, ATSC. Ja. Nein, nee, der Phantom. Darf mal, darf mal. Komm mal her mit deinem Arsch. Boom, Hälfte abgezogen. Achso. Ihr sichert auch recht. Ihr habt gerade Best verloren. Ich hab jemanden getötet. Jetzt baut er sich ein Shield auf. Oh lol, aber er ist AFK gefühlt. Oh, der ist immer noch da. Bombs! Der Läufer ist fast da. Nein, ich weiß nicht, der E-Block ist vielleicht nicht so geil. Ja, mein ATS ist zerstört und ich sehe nichts wegen der rechten Pflanze. Oh Gott. Okay, Spawner wird direkt angeschossen, das ist gut. Was für eine Kack-Einheit, die kostet 2000! Wahrscheinlich ist sie voll krass OP und ich verstehe es noch nicht. Was macht denn der hier? Leute, muss ich jetzt getötet. Ich bin kleiner Ewok. Ich lauf hier rum. Oh, ich bin ja gar kein Raketenkrüppler mehr. Egal, dann hauen wir den mal so drauf. Ja, Mann. BTS ist zerstört. Achso. Was ist eigentlich E? Darth Maul ist auf E, pass auf. Darth Vader ist hier. Ich meinte die Fähigkeit von Ewok so auf E. Darf ich leider nicht mehr herausfinden, da ich getötet wurde von einer Rakete. Von einer. Kack, Ewok kostet 2000. Ja, wenn du hier Spots kennst. Prost. Prost. Ich höre da jetzt schon wieder. Links kommt der Vater, ey. Nicht da lang rennen. Was nicht? Nicht da lang. Insta-Dead. Ja, 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 wenn du noch ein bisschen wartest und der dich gesehen hat, ja. Oh Gott, er rennt uns hinterher. Okay, mich hat er jetzt, ich bin tot. Ah! Ich troll Vader um den Baum rum, ich troll ihn immer noch. Ich stehe auch hier am Baum. Nein, hab ich gesehen! Oh! Ich hab mich aufgesorgt. Ich hab's Jedi geschafft. Bold One. Ich hab's geschafft, einmal ja, um den Baum rumzurennen. Und ich stand mit der gegeiert. Ich stand ganz Zeit bei dem Baum, hab dich laufen sehen, dachte mir, aha, läuft die hinterher, jawohl, ich bin safe. Jetzt bekommen wir aber ganz schön hart aufs Sack. Ist er doch schon wieder, ey. Ich spawne, ich bin tot. ATA ist hier neben mir. Ach komm, Maul, hau ab. Da hab ich nicht drüber. Boost. Oh, Hitmarker. 91er Hitmarker mit der Rakete. Oh, Stunnade. Ja, das steht hinter mir. Aua. Nee, ist nicht Vader, ist Darth Maul. Ja, Darth Maul schlitzt sich hier so ein bisschen durch. Ja, Darth Maul, mich hat gerade Darth Vader erwischt. Wir haben keinen Punkt mehr. Ach, wir kommen nicht mal aus unserem Spawn-Base-Dings raus, weil die Leute dich nicht tot snipen. Da ist schon wieder Darth Maul. Nee, stimmt gar nicht. Fast A. Han Solo hat entschieden, sich
uns anzuschließen. Boost! Boost! Una tu Piotti! Hab dich, Boy. Ja, du stehst hier bis am Snipen, ja, ja. Perfekt, Name 1. Ah, der hat mich auch schon dreimal getötet, ja. Ja, ich stand grad neben ihm. Wie weggebürstet. Ja, aber am Anfang war die Runde besser, würde ich behaupten. Na, die ersten 12%, ne? Ja, die ersten 12%, wirklich. Dann ging's abwärts. Aua. Ist aber bei Yavin 4 ein bisschen auffällig. Oh, Neider, ging ja schnell. Ich bin neunter, du siebter. Weißt du Bescheid, ja? Entweder das Spiel ist für jeden Instant sofort aufnehmbar, oder das sind halt echte Nasen bei uns. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist ersteres. Jedi Bold One, ja, der hat mich auch öfter erwischt. Perfect Name 1, ja, ja. Da haben wir 5 Minuten als Offizier. 5 Minuten lang als Lufttruppler spielen. Ja. Für dich ist das ja ein Klakes. Der Lufttruppler ist auch gut. 15 Vistisäcke als Ivok. In Ivankirk. Hey cool, ich habe jetzt Explosivschuss für den DC-15LE freigeschaltet. Hör nicht. Ja, Explosivschuss ist gleich weniger Aim. Okay. Ja, du brauchst einfach auf den Boden schießen und du bekommst halt Schaden. Halt ein Explosivschuss. Heißt Todesstern 12. Nutze ich auch für einen Heavy Trooper. Ah, Imperium. Jawohl. Todesstern. Imperium. Schwerer Truppler. Let's go. BDC 15LE sagst du, ja? Ja. Ja, da habe ich auch regulierter reduzierter Rückstoß und den Explosivschuss, ja. Ja, Explosiv über meinen Stein erhält. Ich habe das aber vorhin geschafft. Man muss aber zuerst ins Hauptmenü, damit man das freischalten kann. Ach so. Ja. Kann man gerne nach dem Todesstand machen. Warum müssen wir nicht unbedingt? Buddy joined your channel. Guten Tag. Hallo nicht. Hi. Guten Tag. Ja, alles klar bei euch? Das ist Iggy. Okay, jo. Let's go. Sieht schon awesome aus, wie wir alle hier rennen. Ja, Ür. So ein hübsches Game. Tada. Was zockt ihr denn? Oh, was? Battlefront. Ach, die war ja der Spot hier auf Gott. Für das Imperium. Immer für das Imperium. Für das günstigere Imperium. 41 Cent. Ja, hast du gut gemacht. Ja. Da wird der virtuelle Hut gezogen. Das günstigere Imperium. What? Ja. Was war mit der Schrotze? Ja, mit der Schrotze. Ah, da kam noch einer. Da, 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 da. Dann nicht im Kampf. Der Hochzeitsmarsch. Mein Bestes. Gut. Dicker Push, dicker Push. So. Dann kontrollieren wir den gesamten Sektor.
Oh Gott, hinter uns. Oh, hab ich. Ah, neben uns. So reagiert ja keiner auf den. Stimmt, weil es ein Bot ist. Trotzdem stand er direkt neben uns. Oh, oder, ja, hinter uns kommen auch noch welche, ne? Das ist gerade ganz schlecht, ja. Ja, die Angriffstruppler mit der mit dem Frontkämpfer da. Ja, also die Todestruppler kann man doch nicht verstehen. Die raten doch immer nur, was die sagen. Ja, jetzt komm ich von hinten, du Bitch. Achso, achso, schön geklärt. Bist du über zu sehen? Ja. Boah. Und gedieft. Über das Motorrad. Ja, gleich bin ich hinter dir. Achso. Wir haben Berichte erhalten, dass Luke Skywalker jetzt in die Schlacht eingreift. Oh. Jetzt Vader. Vader, großer Fan. Vader! Oh, ich will den aussehen. Jetzt sind wir schon wieder auf die. Da, auf die Stadt. Einfach mal rein hier. Da, Double Kill, fast ein Triple Kill. Nice. Gut. Vom Bogen von dem Ewok getötet, der einfach in der Backline stand und keiner gesehen hat. Ja, ich habe einen Visti-Sack abbekommen. Aber ein guter Push. Aufteiligen, Arsch. Die kleinen flauschigen Dinger aus Episode 6. Bei mir, zu meiner Kindheit gab es davon noch Kinderserie. Ich kenne keiner von euch. Ich kenne das Weihnachtsspecial. Nein, da war es so ein Cartoon wie die Gummibärenbande. Lord, okay. Na, das wusste ich wirklich. Such ich dir dann mal raus kurz. Wenn er später mal kurz Zeit hat. Ja, auf jeden Fall. Wenn es um Evox geht. Boah, die war mega, die Serie. Ich hab die geliebt, aber die gab's von leider nicht mehr. Ich muss schon mit 25 aufhören, die zu gucken, weil sie nichts mehr da. Oh. Nein, meine Spaß, keine Ahnung. Mit 25 nehme ich, dann hätte ich die auch noch miterlebt. Der Troll ist stark in mir. Skywalker ist hier. Jemand muss Vader informieren. Vor 3 Tagen war ja wieder offizieller Star Wars Day, ne? Ja, natürlich. Funktioniert aber auch nur im Englischen, dieser blöde Scherz. Ja, ist richtig. Hip. Auf Spot noch, hab ich. Wir haben einen Verbündeten vor. Identität ist streng gehalten. Da kommt ein Held. Wir werden geflankt. Luke ist hier. Schon on spot? Oh, hinter uns. On spot, ja. Und da kommt noch ein zweiter Held. Fast alle Kommandoposten sind in unserer Hand. Ich will sie alle. Na klar, jetzt wo ich mein LMG gerade weg hab, kommt Luke. Oh, Luke steht auf keine Ecke. Oh, rechts zu uns. Oh, noch einer. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Und Ivo. Aber haben wir gut gehalten. Irgendwie ist die letzten Tage immer irgendwas von meinem Internet los. Ich spiele die ganze Zeit mit 80er Ping. Aber ich hab Spawnschutz, du Fatze. Ich bin gerade wieder direkt vor einem gespawnt. Ah. Da kam Jodens. Jodens wurde besiegt.
dem Schlachtfeld. War doch nicht Kampf. Das war knapp, danke Vader. Ach, dich rettet er, mich nicht, ja. Mich hat er, also mir hat er gerade geholfen, sonst wäre ich safe gestorben. Bei mir hat er nur abgestaubt, nachdem ich drauf war. Achso, Tür, bleibst du bitte auf? Ruhe, wenn jemand davor steht. Steht der da hinten und tut so, als würde ich ihn nicht attacken können. Ja, okay. Rechts uns. Oh, ich bin tot. Ed? Hinter uns. Ist tot. Ja, aber ich konnte noch einen mitnehmen. Schon wieder ein Ewok. Ja, ich glaube, Ewoks, wenn man die spielen könnte, vielleicht sind die doch okay. Die kosten immerhin ja, 2000. Wenn ich den mal ausprobiert habe, habe ich auch 3 Kills gemacht beim ersten Mal. Okay. Ich wollte uns, dass die 2000 Kommandopunkte kosten. Das ist halt das ein bisschen viel. Wie das, dass die halt kein Leben haben und nichts. Auch dieser Minispot hier. Ich glaube, hier ist dann der Todesstrahllaser. Ja, fliegen die nicht hier durch? Beim Stimmt, Frank, ist das so? Ein Kernreaktor, ja. Also beim galaktischen Angriff ja, sieht man sogar wieder Laser. Noch nicht, aber ich denke mal, die fliegen hier bis nach da hinten durch oder so. Weil da hinten ist ja schon Ausgang. Oh, das kann sein. Die Rebellen sind so gut wie besiegt. Busch auf D. Buck! Wer ist D denn? D heißt Wartungsschacht. Ah, guck mal, das ist ein Wartungsschacht. 2 Ewoks neben mir. Ja, komm. Dann trommel er auf meinem Helm rum. Ich wurde von einem Speer getötet. Ja, ja. Diese Ewoks, Alter. Ich hab 9000 Punkte, was macht man jetzt damit? Todestropfen. Die brauchen mal einen Pfefferminz oder sowas. Vorsichtsraketen. Wir haben gerade Aurek verloren. Zielgebiet einnehmen. Wow. Das war ein Krack. Thorsten war, by the way, beleidigt, weil ich ohne ihn die 7. Staffel Star Wars geguckt habe. Oh. Naja, oh Gott. Naja. Ja, ich hab's gemerkt. Da hat einer mit dem Thermaldisch und hat einen Triple Kill gemacht. Oh. Danke sehr. Da kommt noch einer. Hier rum ist irgendwie echt uncool. Oh Gott, da ist schon wieder leer. Noch immer. Deswegen sage ich hier noch immer. Ist uncool. Aber wir haben jetzt eh gewonnen. Zu 1%. Balance das Spiel. Ja, bisschen. Ja. Der unüberlegte Angriff der Rebellen auf unsere Kampfstation wurde abgewehrt. Ja, ist ja auch unsere Map. Cooles Outro. Wenn ich irgendwas zu sagen hätte. Der Jedi Bold One schon wieder. Annie Denkwalker. Mit denen Team hat der gewinnt, ey. Man merkt schon an den Namen, wer halt schon Star Wars Suchti ist. Und wer nicht. Willst du kurz den Explosivschuss ausrüsten gehen? Machen. Okay. Peter Maffei 1204. Ist kein Star Wars Nerd, nein. Er spielt, wie heißt das? Schlager Hinterhof 16 oder so? Wie heißt die Sendung von Florian Silbereisen? Da gab es doch mal so eine Sendung. Ja, absolut keine Ahnung. Ist die WWE jetzt eventuell verkauft? Dass sie komplett verkauft wird? An Disney. Ja. Was? Hä? Okay, ich join auf Hof, alles klar. Eventuell verkaufen sie an Disney. Mal gucken. An Disney? Es gehen die Gerüchte rum, ja. Gott. Jetzt können sich sogar schon ein bisschen verdichten, weil Becky Lynch hat einen Film im Angebot gekriegt von Marvel. Wem gehört Marvel? Disney? Ja.
Die haben doch Marvel gekauft gehabt vor 5 Jahren, 6 Jahren, 7 Jahren, keine Ahnung. Ah. Okay, ich hab's wohl geöffnet. Bist du jetzt bei Hoff drin oder was? Nee, ich hab wieder rausgegangen. Nicht? Aber bei mir steht noch immer wird abgebrochen. Achso, ich kann nur zwei Spells machen, okay. Der Hoff, der Häselhof. Ja, der Häselhof. Don't hazel the Hoff. Da bekommt man ja richtig Lust auf einen Cheeseburger vom Boden. Recht? Weil du so gern Cheeseburger isst, ne? Ja, richtig. Nur mit Cheese und Burger geht das ja. Das war schon eine gute Ass-Session, die er da am Boden hingelegt hat. Und seine Tochter hat das noch mitgefilmt, fand ich super. Ich glaube, ich muss echt mal kurz die Gruppe hier verlassen. Warum? Ich bin schon wieder am Suchen. Bei mir steht immer noch, wird abgebrochen. Also okay, jetzt habe ich abgebrochen. Hat die Spielersuche abgebrochen? Okay. Geh mal kurz hier raus. Obwohl, such jetzt mal. Jetzt steht nichts mehr. Ich bin am Suchen. Ball sucht. Alles klar. Ich weiß, ich hatte die Runde auch eigentlich verlassen gerade eben. Aber dann habe ich die Kiste aufgemacht und als die Kiste dann aufging, hat er mir gesagt, komm, ich schmeiß dich mal einen Ladebildschirm. Hast du es auch in deiner Sammlung ausgerüstet? Ja, jetzt ich hab's. Alles gut. Ich hätte auch auf Hoff bleiben können, theoretisch. Ich hatte die freigeschaltet schon. Oh. Ist eine Kraft WWE. Eventuell. Also es geht in die Gerüchte halt um. Ja, Disney kann sich das ja leisten. So ist es ja nicht. Aber die Frage ist nur, ob sie es aktuell noch wollen. Richtig. Das schlechteste Einschaltquoten ever. Gerade. Wird das Sinn machen? Natürlich haben sie dann wieder einen großen Franchise-Namen, wo sie Actionfiguren und so weiter verkaufen können. Aber ist das das, was Disney kaufen will? Dann hast du bald mehr so Charaktere wie... Wie hieß der Grüne mit seinem Umhang? Hurricane? Ja, genau. So. Solche Wrestler dann. Aha! Der Hurricane ist Spieler 16. Gut, dann gehen wir mal wieder, ne? Außerdem ist es Yavin, ja. Niemand mag Yavin. Niemand mag Yavin. Nur ganz kurz, bevor ihr das nächste Spiel sucht. Ja. Oh, ein Link. Sind das nur die geilen Ewoks? Ganz kurz nur den Anfang. Das war die Serie damals. Das ist jetzt wohl die komplette erste Staffel oder was, oder die ersten Folgen aneinander geschnitten. Doll, die Ewoks. Ready? Ich bin ready, ja. 3, 2, 1, go. Ist halt echt alt. Die kenne ich nicht. Weil ich kenne viel von Star Wars, das kenne ich nicht. Mir ist halt verdrängt vielleicht. PBS Fox Video. Was schon? Ewoks 1. Wir sind die Was jeder kennt uns und hat uns lieb. Versteckt tief im Wald sind wir Ewoks, weil uns sonst keine Zuflucht blieb. Wir sind frei wie der Wind, der durch unsere Bäume weht. Kampfbereit jederzeit, wenn's um diese Freiheit geht. Wir Ewoks sind verwandt mit den Bäumen. Alle großen und kleinen Ewoks lachen gern, aber fürchten Gewalt. Doch droht irgendwo Gefahr, sind wir sofort alle da, schlagen in die Flucht den Feind mit Geschrei und viel Tara. Doch versteckt sonst im Wald sind wir Ewoks, weil uns eher nur als Zuflucht blieb. Dort leben wir Ewoks, wer uns kennenlernt, hat uns lieb. Ja, die Ewoks.
Also die Serie ist gelaufen von 85 bis 86. Jetzt sieht man's aber, dass es schon Monate nicht mehr geregnet hat. Es gibt keine einzige Duftblüte mehr. Es gab 35 Folgen in 2 Staffeln. Echter Krieger. Nächste Folge. Hey, von wegen keine Duftblüten. Kommt mal hierher. Ui, toll. Hast du doch noch welche gefunden? Naja, ein paar sind noch übrig geblieben. Die reichen für die Girlanden für das Kapuzenfest morgen Abend. Wo ich das gesehen habe, war ich 3, 4... Das sind keine Duftblüten, das sind Istis vom Feuervolk. Istis. Da ist sogar Königin Isrina. Die Ewoks-Kinder grüßen dich, o Königin aller Vistis. Jawohl. Das Ganze wurde gemacht von Star Wars Animated. Entschuldige, Tante Bosi. Da schicke ich euch was nur Tante Bosi? Blüten sammeln und was macht ihr? Anstatt einen wichtigen Auftrag auszuführen, vergnügt ihr euch mit dem Feuervolk. Nun aber hurtig und achtet auf die Laternen. Bei dieser Trockenheit fängt schnell etwas Feuer. Tante Bosi. Diese Qualität. War halt damals echt noch schlecht. Kleiner Glühflatterer, du! Und im letzten Augenblick, der Wald leidet unter großem Durst, so wie Morak, die mächtigste unter den Hexen nach Rache dürstet. Jetzt hast du es mal gesehen. Du, Königin der Vistis, wirst mein... Irgendwann, wenn ich wieder mal ein Sitzen habe, gucke ich mir das mal an. Dann geht ab. Dann muss ich mir das mal angucken, ja. Weil die reden von Vistis und diese gelbe Funken und so, die habe ich hier in-game auch schon gesehen, wo ich nicht weiß, wo die herkommen. Vielleicht kommen die von den Ewoks, keine Ahnung. Das habe ich damals noch auf Videokassette aufgenommen, gekriegt von meiner Mutter und so. Voll nett. Das ist auf RTL2 gelaufen und auf Tele 5 und so. Tele 5. Bim Bambino. Kennt ihr auch nichts mehr wahrscheinlich. Ah ja, die lang ist. Evox, wie geil. Kann ich suchen? Jo. Ich habe schon Star Wars Universum geguckt, da warst du noch nicht einmal geboren. Ja, ist richtig. Aber das ist komplett richtig. Ich wusste, dass es Star Wars ist. Die Vox haben eine eigene animierte Kinderserie bekommen. Ja? Das. Was? Schon cool, ne? Weiß ich noch nicht. Die Vox waren immer eine gewisse Kontroverse unter den Star Wars Fans. Ich finde die Ewoks cool, keine Frage. Natur gegen Technik und so, also schon ein guter Aspekt. Ach, ich schwöre dir, wenn du das guckst, es bleibt immer noch kontroversen. Ja, welche Map haben wir? Yavin 4, jawohl, let's go. Shut up, Trash. The time has come, execute the rebellion. Richtige. Nerds. Dann nimm Darius. Wegen Execute, ja? Mhm. Ich dachte, Urgott. Oder Order 66. Oh, die letzten beiden The Clone Wars Folgen, ne? Die sind awesome. Clone Wars Folgen. Oder Chat geht ab. Go watch my little pony. Rauto tant nüt. Sequels are the best. Change my mind. Glory to the Empire. Oof! I don't want to watch a little pony. Ha ha. Funny man.
Olkas Nihil, ja! Keine Ahnung, was das heißt. Titel sind die besten? Weiß ich nicht. Schwierig, welche Trilogie wirklich die beste ist. Keine Ahnung, was davon ist denn was? Ja, die Prequels sind 1 bis 3, die Originaltrilogie ist 4 bis 6 und die Sequels sind 7 bis 9. Ah, dann nein. Dann nein. Zu dieser Aussage. Thema also, Abgang. Also von meiner Seite aus hätte die Geschichte um Re nicht sein müssen. Um wen? Ja, aber wir sind ja im neuen Zeitalter, da muss eine Frau die Hauptrolle spielen. Darum geht's ja gar nicht. Man hat ja auch nie was gegen Ahsoka gehabt, oder man hatte nie was gegen Padme, oder gegen Wonder Woman, oder gegen Catwoman. Das waren ja alles super Frauen und Hauptdarsteller. Das ist ja nie das Problem gewesen, dass es eine Frau ist. Boost! Oder dieses halbweibliche Wesen Kylo Ren. Geilo Kylo, ja. Also, denn das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, ist kein Bösewicht, da gebe ich dir recht. Ist mehr ein Muttersöhnchen. Ist schon Weichei. Der hat, als er einen Helm abgesetzt hat, er hat uns alle an JD von Scrubs erinnert. Mich? Nein, das stimmt nicht. Mich nicht. Oh mein, Laste ist so böse. Das wird irgendjemand getötet. Ich mach die Armaturen kaputt. Ja, stimmt genauso. Anstatt dass er seinen Offizier wegschlitzt und so, reißt er alle Armaturen auseinander. Das war wirklich eine schwache Leistung. Stimmt, ja. Er war wirklich kein guter Böse. Aber das sollte auch den inneren Konflikt darstellen. Ich hätte irgendjemanden getötet oder sonstiges oder irgendwas. Ich mache jetzt okay. Ja, ja, er war kein guter Böse. Vader, komm auf Vader, den. Ja. Jetzt schon? Ja. Was? Wie geht's nicht weiter? Ach, Vader. Alter, also, holy shit. Ja, die Eisbär, gerne hab ich gerade verprügelt. Ich war ja noch nie der Star Wars Fan, aber das hat ja für mich noch mehr zerstört gehabt. Ja, es. Die neuen Teile, ja. Man muss sehr viel ausblenden, damit es noch Star Wars ist. Auf die ist immer noch Vader. Oh. Mal kurz einen Abgang out of map. Ja, ich sehe dich. Aber wie. Boah, D ist immer noch Vader. Ich weiß, ich will auch die eigentlich nur umrennen. Aber oh, mein Jetpack lässt das nicht zu. Oh, jetzt sind wir im Spawn-Treppen, guck mal. Achso. Ey. Hör auf mich zu beschießen, ich will weg von dem Spot. Ich hab keine Lust, euch zu spawnen. Oh, hallo. Hau da rein, Mädels. Nein, ich bin stuck. Jemand kämpft an der Seite der imperialen Einheiten und der ist gut. Oh, ich konnte nicht ums Eck. Ja, nicht bei der Runde. Auf keinen Kill. Wir haben gerade Bash verloren. Oh, falscher Knopf, ich wollte eine Nade werfen. Aber keine Nade, ich habe ein Jetpack. Oh, da ist ein rotes Lichtschwert. Tschüss. Auf E kommt Darth Maul. Wieso, was macht Darth Maul eigentlich hier? Er lebt ja noch. Ja gut, aber... Er lebt ja noch zu den Zeiten von Rebels. Ja, das ist klar, aber... wird nicht behandelt okay. Sonderlich. Also außer... Also in den Filmen wird er nicht behandelt, sagen wir mal so. Ja, eben. Ja, oh. Flumpy 42 habe ich getötet. Noch eine Serie aus meiner Jugend. Es war einmal das Leben. Jetzt
von dem hast du schon erzählt, weiß ich nicht. Oder lange her? Na, wo die ganze Entstehungsgeschichte und sonst wieder so über den Körper und. Genau, genau. Okay. Mal will auf B. Ja, ich bin bereits hier. Oh Gott. Ich wurde gewürgt und getroffen. Geil. Aber. War der Würfel. Ja, erstmal ein Ewok zack. Let's go. Jawohl. So eine Kack-Unit. Oh, auf D, du Ewok. Ja, das sicher. Ich weiß nicht, warum so eine Fähigkeit hat. Machen mal die E. Drei Leute links von uns. Mindestens. Vor uns noch mehr. Die haben mich gesehen. Und... zwei Mates kommen für uns. Arbeit. Boah, ey, ich muss dringend irgendwie meine Waffenspells wieder ändern. Meine Waffen aussetzen. Warum? Ja, seitdem ich das mit dem Rückstoß verringern wieder weggemacht habe, komme ich mit der Waffe nicht mehr klar. Ja, ja. Und sonst? Oh. Nein, ein Pfeil hätte gefehlt für Wabbler. Wabbala. Ja, Wabbala, ich hab Wabbala. Für den Wabbler. Für den Wabbler, ja. Aber hieß Wabbala. Geh mal über. Mach mal über. Da, Catcher! Ash Catcher! Got the catch him all! Der Fuck noch! Attackiert das Gebiet! Achtung! Ich hab Verballer! Ich hab Verballer! Er hat den Wobbler. Ja, Evox können nicht frontline. Okay. Haben wir gelernt. Die kosten 2000 Punkte, das ist so krass. Ach du Scheiße. Oh, das besiegt schon. Ah, der Todestruppler macht mich anscheinend easy game weg. Der Todestruppler ist ja auch. Einer der besten Verständnis. Aua! War doch schon hinterm Eck, dieses Clipping! Aua! Ach, was soll das denn? Hör doch mal auf! Das ist doch einfach so gemein! Aber es ist eine ausgeglichene Runde bis jetzt. Zwei Helden vor uns. Ich will das nicht. Ich geh. Ich okay. Geh. Ich geh. Ich kämpfe nicht gegen zwei Helden. CEC ist immer spannend. Jawohl. Bisse. Wir erobern Kommandoposten Crash. Achtung, Granate geworfen! Das ist Cyber links um die Ecke, ne? Rechts ist fast down, ich aber auch. Mach einen Push. Ja, jetzt gerade, wo ich mein Schild rausgezogen habe. Mach dich was. Push mit. Hinter uns zwei Helden auf C. Push mit H.
Ich hab mit Hahn gepusht. Imperiale Streitkräfte haben fast alle wichtigen Positionen gesichert. Wir müssen und Eva, die Initiative übernehmen. Ich geh voraus. Oh Gott, ich treffe den hier nicht. Boom. Chaos. Oh Gott. Diese verdammten Positionen, bevor wir diese Schlacht verlieren. Hinter uns. Wir kriegen Hilfe. Ja, von überall gerade. Von wo? Todestrupp. Wir haben zwei Todestruppen, aber viele neue Spieler es gibt. Oh Gott, da kommt Vader. Vader hat mich einfach mit einem Schuss getötet. ja, ich spawne und werde instant gechoked. Instant darf mal weggechoked. Ich stand da, hat mir zu erzählen. Hörstig. Wir haben ein Problem. Die Truppen des Imperiums halten mittlerweile fast alle Schlüsselpositionen. Stand-up-Comedy. Du sitzt doch. Nein, ich meinte das Maul. Wieder in der Fall. Einer ist tot, links von uns. Ich bin tot. Sniper. Ja. Boah, ich wollte ihn noch nicht shooten. Sniper! Ne, das ist nichts Gutes. Du bist auch besiegt. Irgendwie haben wir jetzt wieder die Map verloren über das halbe Game. Das schlechteste Scooter jetzt Werbung macht für ein Casino. Für Hyperino. Hyperino? Ja, gibt's Online-Casino Hyperino. Und er steht halt da, Hyper. Wie schlecht. Wirklich schlecht. Man nimmt auch jeden her für irgendwie Werbung. Rechts von dir ist ein ATS. Ich weiß. Passt halt mit dem Hyperino, aber auch noch. Das Ding ist aber, ich komm weg. Ja, mich hat ein Todestrupper von hinten erwischt, leider. Hyper. Oh ne, schon wieder Vader. Oder da ist Vader, mach mal was, aber. Da kommt Vader auf uns zu, Yoda. Yoda, do something! Verteidigt das Einsatzziel! Ah, gut, der greetet mir hinterher, was ein Wichser. Erstmal für den fucking Rebell greeten. Kann sein, dass von uns kaum Leute rumrennen? Weil ich sag mal so, alles außer Han ist gerade verfügbar. Ah, ATSD. Gucken wir mal, Lando. Ich glaube, das Imperium hat auf der Map wirklich einen Vorteil durch die ATSD. Bin ich immer noch dabei. Ja, die ATSD sind ein bisschen krass im Vergleich zu den Kacklamm-Läufern. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, das Imperium hat hier Vorteile. Ich roste langsam ein. Ah, okay. Vader, großer Fan! Habt ihr Probleme mit eurem Scanner? Ich habe die Gemeinheit schon, aber
Auf die Rationsriegel kann ich verzichten. Das Imperium kontrolliert fast den gesamten Sektor. Drängt sie zurück! Alle Einheiten zurückziehen! Ich werde keine Truppen mehr opfern, um diese Schlacht für uns zu entscheiden. Wir wiegen das Imperium in Sicherheit und schlagen dann mit neuer Kraft zurück. Noch eine Q. Nee, nicht meine Runde. Nicht meine Runde. Ach, boah. Ja, trotzdem 13-9 raus. Alles gut. Muss irgendwann mal ein Ewok-Guide angucken. Dann werde ich Ewok One-Trick. Was glaubst du, wie demütigend das sein muss, wenn deiner Ultra-Pro-Gamer mit seinem Angriffstruppler 260er-Level von einem Pfeil getötet wird? Das ist schon gut. Ich glaube, das ist das most disrespectingste, was es hier gibt. Ach, Todesstern 2, ist das schon gut, aber ich will noch fliegen. Ja, es ist immer eine Rotation. Es ist immer eine Map-Rotation. Ah, der war gut. Was machen wir? Schwerer Doppler. Doppler für die Eigengänge. Bin zwar großer Freund vom Offizier geworden in letzter Zeit, wegen diesem Kackturm. Richtig einen auf Heimerdinger. Weil er auch boosten kann. Ich bin ja auch nicht der beste Shooter-Spieler, deswegen ist Supporten eher meine Rolle. Aber der schwere Truppler, ich hatte da vorgestern oder gestern eine Koop-Action. Da habe ich einen Gang reingehalten mit MLG, 16er Killstreak. Nur mit der MLG einmal reinhalten. So gut auf einer Boot. So gut, auf Kabino. So gut. Und wie ich das erste Mal bei Clone Wars Fives gesehen habe, glaube ich, war es mit der Minigun. Beim Training? Nee, Heavy. Auf der Akademie? Heavy. Wegen schwer. Heavy, ja, genau. Ich hab das so gefeiert. Das war so gut. Wir haben einen Fuß in der Tür der Kampfstation. Aber und damals zu den Battlefront-Zeiten gab es noch keine MLGs. Hier ist eine Scheibe. Möge die Macht mit. Ja, hab ich direkt gesehen. Ich nicht. Oh Gott. Ja, hier muss einer noch die Brücke aktivieren. Oh Gott. Ohne gute. Erobert und haltet alle markierten Positionen und überlasst sie nicht dem Imperium. Nein, stopp, warte mit A. Oh. Du warst hinter mir. Mit einem Rucksack hast du da. Danke sehr. Ich habe jetzt einen Sad Pack mal gesehen. Und Instant Double Pack. Press da zurück, oh Gott. War nicht im Kampf. Ah, danke. Ich bin hinter dir. Den Raum gab es schon im Originalspiel. Wann treffe ich denn so schlecht mit der Waffe? Oh Gott, hinter uns. Ja. Granate bereit! Wir sichern Kommandoposten S. Das Imperium kontrolliert fast den gesamten Sektor. Drängt sie zurück! Problem, hinter dir, links, komm. Scheiße, ich bin gerade überall dran. Oh Gott, Double Kill. Fast ein Triple. Ja, da waren viele. So. Vor uns war einer. Nate. Achtung, Granate geworfen!
Bienendachs. Hinter mir. Turner. Vorschießen. Ja klar. Feindliche Verstärkung. Ich erkenne nicht. Wie nennt sich das? Belagerungsfeuer oder so? Vorschießen. Vorschießen. Wir übernehmen die Kontrolle über Kommandoposten Dorn. Unterdrückungsfeuer. Unterdrückungsfeuer finde ich ja ganz groß. Ja, da ist ein Held, das sollten wir nicht tun, wir sollten hier schnell gehen, links von dir. Bin dran! Ach Gott, danke. Ah, Mama! Aua. Ich tue die Axt. Darf mal? Nein! Oh Gott, überall. Wo sind unsere Helden? War ein guter Push, war ein nettes Feuer. Ja. Ich glaube, das wolltest du sogar clean, wir können drauf. Oh Gott, hier ist. Ja. Ja. Darth Maul sagt, flieht ihr nach und haut dann erstmal selber rein. Ihr frisst eine Granate, das kannst du nicht blocken. Ja, ich wurde gesniped aus 3 Meter Entfernung, danke dafür. Ja, einfach 2 Blocks hier rumtänzeln. Darf Lumpy 42 hat mich getötet. Darf Lumpy. Oh Gott, da kommen so 1, 2, 3. Ich geh euch, Granate. Oh, wir haben Yoda, so wie es aussieht. Alle 4 Helden sind geschwommen. Ja, dank Yoda habe ich die ganze Chose gerade überlebt. Eigentlich den Kampf. Dankeschön. Push, push, push. Bald pausieren zum Essen, wir werden. Hinter uns. Ja. Ja, gut, wenn es aber so ist, macht Yoda auf Todesstern 2 auch keinen Sinn. Nein. Aber sie brauchten halt Helden für die Ära. Yoda war ja, halt man noch am Leben. Ja, keine neuen erstellen, ne? Was erwartest du? Ahsoka? Ventress? Da ist ein Held, das sind 2 Helden. Boah, ich hab Darth Maul getötet. Weil Vader hat Luke getötet. So. Noch immer, wenn ich meine Nate werfen will, gehe ich drauf. War nicht im Kampf. Oh, übergroßes Fellmonster. Ich bin tot. Oh, das ist scheiße. Ja, C wurde überrannt. Der wird gerade überrannt. Oh Gott, hier sind ein paar viele. Ah, ja, war ein netter Versuch mit der Zoning, ne? Ah, da war Peps auch, kommt gerade von A. Ja, die Zoning Nate war der letzte Versuch, aber da kam auch einer von vorne.
Kriegskrieger muss ran. Lass ich die Rebellen Verstärkungen. Außer der Raketentruppler. Von links. Oh, jetzt werden wir gerade ein bisschen auseinandergenommen. Ja. Sicher diese Position. Oh Gott. Ich war noch auf Tab und bin dann anscheinend in 300 Leute reingerannt. Ist gut. Loda, ja, dicker Yoda Push. Ein dicker Yoda Push? Ne? Da nicht? Kommt Vaders Lichtschwert. Pushen wir nicht. Ah! Lol, Vader ist tot. Weil wir gerade bei D dran sind. Granate auf dem Weg! Oh Gott, ich hab gerade das todeste Import-Flex. Wir haben die Kontrolle über Kommandoposten Crash übernommen. Ach komm, ey, von allen Seiten. Darth Lumpy. Darth Lumpy. Oh, ich habe jetzt A eingenommen. Fickt euch. Ach. Todestruppler, ich will auf ihn Nisse. Das war er. Oh nee. Wir haben Bash gesichert. Pff, okay. Earn Level, was ist das? 100 Away. Na, nicht schlecht. Bleib, wo du bist. Ich höre doch immer noch hinter mir rumswingen. Auf was schießen wir hier? Vader. Irgendwas mit Lichtschwert. Alter, die machen so viel Damage, ey. Wer denn? Ja, die Todestruppler. Natürlich. Wurden aber schon genervt. Oh Gott, oh Gott, da. Komm, lass mich in Ruhe. Oh, darf mal, wurde weggeschlitzt. Erobert diese verdammten Positionen, bevor wir diese Schlacht verlieren. Bin bei dir. Hallo. Granate kommt! Schwierig, 14 HP. Ich bin tot. Sie kamen raus mit Frontkämpfer. Er flankt euch von links. Kamen von links. Ja, von hinten kommen wir auch. Imperiale Streitkräfte haben fast alle wichtigen Positionen gesichert. Wir müssen wieder die Initiative übernehmen. Wir erobern dort. Ach, hör doch auf, Alter. Drei Hits und man ist tot. Das ist doch absolut OP. Todestruppler, ja. Ja, natürlich Todestruppler. Das ist das kann man auch mit dem Raketenspringer genauso machen. Die haben auch einen extrem starken Blast. Granate geworfen! Oh Gott, ich fliege. Aber. Zwei Todestruppler vorne. Bald! Einen hab ich bekommen. Der Lowlife hab ich bekommen.
Aua, Feuerdamage. Hä? Nur, die kommt man gar nicht durch. Doch, komm mal, wohl. Ja, man kriegt von hinten jede Menge Damage. Jemand hat unser Signal empfangen. Verbündeter im Einsatzgebiet. Aua, noch mehr Damage von hinten. Ich bin tot. Um die Ecke geschossen. Und bei dir empfiehlt sich nicht zu spawnen, sehe ich gerade. Nee. Nein, er hat nicht. Ach komm. Just him, Alter. Just him. Alter, diese E-Spy-Agenten gehen einem so auf den Sack. Ah, die nö, geht. Ja, da springt er einem in die Fresse und verkloppt mich mit drei Schlägen. Ja, das ist, ja, was Besonderes bei dem. Wir haben ein Problem. Die Truppen des Imperiums halten mittlerweile fast alle Schlüsselpositionen. Oh nein. Ich hab grad fast den Kampf gegen einen Bot verloren. Das war schon fast peinlich. Wieso muss eigentlich immer Darth Vader hier sein, Leute? Schauen wir mal, ob ich still und heimlich E bekomme. In Battlefield klappt sowas. Was denn? Still und heimlich mal einen Spot erobern. So, ganz alleine. Ja, die Bots werden meistens bei den hinteren Dingen abgestellt. Stimmt, die gibt's ja, genau, die Bots. Dann wird eben sowas nicht mehr vorkommen. Das war so Battlefield. So nicht, Basti. Oh, so aber. Bastiger, hallo. Oh nein, Internetabgrund. Kommt doch hier ein Held, ey. Da seid ihr. Ja, gut, machen wir mal die Biege. Tschüss, Jungs. Oh Gott. Oh, da war ja voll der geile Escape. Nur ein Problem, jetzt bin ich auf E alleine mit Darth Maul. Und jetzt habe ich noch ein größeres Problem. Hi Jungs! Ja, da ging ja schnell. Todestruppler links von mir, okay, die geben einen echt auf die Nüsse. Das Imperium hat die besseren Verstärkungseinheiten. Wunderbar. Übernehmt und haltet die Kommandoposten. Wir erobern Punkt B. Ach, das wäre wirklich geil. Oh. Aber wir haben schön aufgehört. Ja, das stimmt. Wir müssen es nur irgendwie übers Ziel bringen, aber halt wird schwierig. Nicht nachladen vor meinem Gesicht, Alter. Wer ist das? Imperialer Elitekämpfer eingetroffen. Oh, ich hab keine Nate mehr. Hi, Jungs. Also, ich hatte nie eine Nate, weil ich. Jupp-jupp! Aua, viel. Extrem viel. Rechte Seite. Ich geh runter. Oh, darf man das auch hier auf D? Geh runter und das Loop. Loop! Oh,
Von hinten? Ja, wir werden wieder von einer Seite überrannt. Todestruppler, wer hätte es erwartet? Boah. Oh Gott. Ja, okay. Du weißt nicht, was du machst. Übernehmen die Kontrolle über Kommandoposten F. Wie schlecht. Positionen zurückerobern. Wir können aber uns nicht länger auf dem Todesstern halten. Ja, wir waren ja auch. Rebellion. Luke, die, Luke, die. Ja, ja. Can't carry this. The Camo Turtle. Happy Trooper ist auch bald 100. Ist 100 maximal? Nein. Ich weiß nicht, was Max ist, aber ich habe schon einen einzigen Spieler mal gesehen, der wo Max da stand. Also Max Level. Okay. Es gibt irgendwann eine Begrenzung. Jawohl, hoff! Hoff! Ja, fliegen! Machst du einen auf Wookie oder was? Also in etwa. Bekomme ich's noch hin? Ich glaube, das ist kein Wookie, ich glaube, das ist Corona. Nein, das ist eine Lüge. Wookies gab's schon vor Corona, Gary. Vielleicht hat einer einen Wookie gegessen und da ist es ausgebrochen. Das geht nicht. Das war eher spastisch jetzt. Das war ein vergewaltigter Hund. Das war sehr spastisch. Ne? Nimm die Finger von dem Hund. Ah, let's snipping. Bin ich auch gerade voll dafür. Snipping? Ja. Was machst du? Warship-Spiel. Warships. Da kann man snippen. Ja, ich stehe mit einem Schlachtschiff gerade hinten und schieße aus der Entfernung auf andere Schlachtschiffe. Ich habe den einen schon dreifach angezündet. Aber wir sind entschlossen. Triple Ignite. Ja, ja, ich spiele mit HE-Munition, also Sprengmunition, und die zündet an. Und die Engländer sind da absolut unwillig. Aber. Imperium, indem wir alle markierten Positionen erobern und halten. Huh? Huh? Oh, ich glaube, ich habe auch nur eine Waffe gewechselt. Das ist gut. Ah, ja, Senior auf der Map. Feuerschutz bereit! Liegt gerade alles wirklich schon rum. Ich habe zwei Leute aus meinem Türmchen geholt. Das war gut. Schön in die Radarschüssel reingesetzt und zwei Leute weggesehen. Wir sichern den Körper. Hat was in die Schüssel reingesetzt? Ja, habe ich. Ganz dicken Haufen. Ganz dicken Haufen Kugeln reingesetzt. Da reitet jemand auf dem Tauntaun, ich werd fertig. Naja, wir waren gerade schon ein paar unterwegs. Knapp. Oh.
Hab ich ihn gerade gesehen, hat er mich weggesnippt. Krieg's noch gar nicht. Nee, ich brauchte noch Punkte und ich bin gerade erstmal gestorben. Jetzt warte ich auf den Flieger. So, vorzugsweise bin ich eher der Bomber-Typ. Dann hochfliegen und dann... Huna, wenn ich ihn abgefangen krieg. Dann ist es schwierig. Schön ein bisschen auf Sportsball und den dann abfangen ordentlich. Hab einen. Ich hätte gerne eine bessere Sniping-Position. Naja, hol ihn dir! Hol ihn ein paar! Du musst da langsam. Bam! Ich hab da flumpig gesniped. Das ist gut. Boah, ich wurde gesniped nach 2 Schüssen. Komm, mach's weg. Oh, 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 oh. Bam! Hätte Arcadia geholt. Auf was für einen Spot fliegen wir denn mal drauf? Ich hab Palpatine getötet. Na gut. Mit dem Flieger ist es ja übel easy. Oh Gott! Hä? Never war ich da auf dem Boden. Okay, ich bin explodiert. Also Hitboxen ist ein bisschen schwierig, merke ich. Ja. Ja, die rote Staffel ist am Start. Komm, sehen an. Oh, er ist abgestürzt. Gut. Ja, ja, den habe ich gerade abgeschossen. Cinematisch. Oh Gott, ich habe gerade... Oh, Orientierungsproblem. Okay, da ist oben. Oh. Wieder erobert. Hauen wir mal da drauf. Schiff hat ziemlich was eingesteckt. Luftraum ist erstaunlich ruhig. Oh! Oh, der ist gerade abgestürzt. Schade. Oh Gott, okay, jetzt habe ich Shadow Small bekommen. Wenn du irgendwo Hilfe brauchst in irgendeinem Spot, dann musst du Bescheid sagen. Eigentlich ist alles nicht so cool im Moment, also such dir einen Spot. Das Ding, mir bringt halt nur was, auf Spots drauf zu ballern, wo die Gegner gerade erobern, weißt du? Ja. Im Moment sind wir bei unserem Spawn gefangen. Ja, ich hau gerade ein bisschen auf A drauf. Ich
Und dann denk auch mal, beim Ruder-Tasten dafür zu drücken. Das Ding ist, es spielt auch niemand von uns Helden im Moment. Oh, jetzt hat sich ein Mate vor mich. Aber ich kill auf E. Oh, scheiße. Nein! Oh, hat die mich erwischt. Wie magst du mal an zum Spiel? Hat mir schon einer einen geklaut oder was? Wer das denn? Wir versuchen gerade C zu holen. Bin dran. Hab ich schon. Muss nur noch anfliegen. C, C, da, C. Hab ich gesagt, wir kommen ganz schlecht aus dem Spawn raus. Da war auch keiner auf C. Okay, da habe ich halt aufs Maul bekommen. Okay, ich muss mich leider wieder um den Luftraum kümmern, merke ich gerade. Wie? Oh, jetzt hat mir einer geklaut. Egal, dann fliege ich jetzt Bomber. La Bomba. A ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich versuche gerade A zu pushen. Oder aber instant weggesnippt. Ja, A, A ist möglich. A versucht runter zu pushen, Hälfte Hammer. Jo, ich hab mal hier gerade Kavom. Das tut viel echt nicht gut. A haben sie gleich. Oh Gott, das war das knapp. War aber. Ui, oh, der Looping? Ja? Nee? Nee, da, der gefangen? Hat da kam alles wohin gut, fliegt er? Anflug, Anflug. Das sah so gut aus. Ich muss gerade eine Rakete abwehren, deswegen der Looping. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hochziehen! Was? Ach komm, die Hitbox. Ach, schön. Ja, der Lupin war gerade tatsächlich wie eine Rakete. Ja. Das ist so da hinten kommt doch wieder einer. Ach scheiße, hier kam ich nicht mehr raus. Rote Staffel ist einsatzbereit. 14 HP und er hat mich in der Luft weggesnappt. Ach komm, Boss, diese Hitboxen, ey! Jetzt bin ich an der Rotz-Ionen-Kanone hängen geblieben. So nicht. Boah, doch wieder. Hi, großer Fan. Ja, die Bomben sind so hart. Jetzt sind die Elefanten in der Luft, ey, gefühlt. Nein, jetzt hätte ich auch X-Men fliegen können. Scheiße. Das Imperium siegt. Finde ich gut. Oh Gott. Okay, ja. Schon wieder. Oh Gott, das war knapp. Also wir werden bei unserem Spawn weggesnappt. Ja. Das war's nur jetzt leider für mich. Ah. Das ist, jawohl. Verstärkung ist eingetroffen. Ah, ja,
hat der Sniper dann wieder. Schon wieder damit im Helm. Aber nicht, was? Nee, snipen nicht. Da muss ich aimen. Oh, zieh da hoch! Oh, jetzt stört sich auch ab zum Ende. Huh, doch nicht. Ach ja, ich hatte Spaß. Oh, ich hab ein paar Leute wechseln. War okay. Was nein? Zu viel Skill benötigt. Der Ghost LP1-Typ, ey. Also teilweise hat der... Ich habe ihn, ich glaube, 3 oder 4 Mal geholt. Manchmal hat er mich aber auch gewone-shottet. Ja, die haben doch an. Auf jeden Fall. Und wenn das auffällt, musst du alle 3 Kills einmal ausmachen und sterben. Ja, Flumpi. Nasekoma. Master Fives. Archen Chewbacca. Anzerei. Seraph. Beach Map. Ah, ist geil. Was mit dem Raketentrupper? Oder auch nicht? Ah, doch. So, nach Scarif muss ich mal nach meiner Wäsche gucken. Jo. Ich denke, ich mach dann erstmal eine Essenspause. Alles klar. Jungs, und dann müsste Thorsten nochmal kommen. Eine Horde törichter Rebellen hat unseren Schutzschild durchbrochen und ist auf dem Planeten gelandet. Wir müssen sie umgehend auslöschen. Die Forschungsanlage muss um jeden Preis geschützt werden. Was schießen wir? Aber dann werde ich halt nicht, Kollege. Dorn wird von Rebellen attackiert. Ups! Eine. Position Dorn ist verloren. So. Ach, wieder. Frieden und das Imperium. Achso. Hinter uns kommt welche. Oh ja. Ich muss hier raus. Wir sind gerade ein bisschen am Spawn-Schiff. Nein, das ist jetzt aber hier schon übertreiben und so.
Das sind jetzt schon Mutmaßungen, sag mal das Wort. Also ich spawn die auf der Insel. Spawn kill. Oh ja. Neuner Killstreak, let's go. Aua. Hier ist er. Oh, mal LMG auspacken. Aber oh, Nate Kill, ist das sick. Kann ich langsam mal sterben? Ich würde gerne einen Raketenkopf spielen. Ja. Boost! Boost! Verladen! Linke Seite, linke Seite. Bin dran. Da ist noch Yoda oder so. Oh, Yoda steht in uns. Alles klar. Danke, Yoda. Was kann man mal machen? 11 Kills, ein Tod. Hard Spawn Killing, ja? Ach, ein bisschen. Das war's ja auch, oder wird es hier den B? Also, die machen immer noch unsere Spots teilweise. Ja, Luke und Yoda holen jetzt. Geh zurück! Ich hab 5 Kills abgeschlossen. War ein schönes Gefühl. Papa Pelps ist frei. Na, let's go. Oh. Oh. Ja, dann komm mal auf C, aua. Die Macht der Self, ich bin Papa Palpatine. Wir haben hinter uns! Aua. Hinter uns, ja. Ja. Da hast du mich gegrillt. Ich bin Papa Palpatine. Aua, schon wieder hinter uns, was soll denn das? Lol, stehe ich oben drauf. Ich glaube, C ist keine gute Idee zu pushen. Ehrlich, Geld. Ah, Yoda, komm zu mir! Tschüss! Ja, eigentlich mit C ist keine gute Idee, vielleicht zu pushen. Oh Gott, Yoda. Yoda, geh weg, Yoda! Och, jetzt muss ich nachladen, kann doch nicht sein. Dann denkst du Trade EOS, den ich hier gerade hab. Und dann fühlst du wieder Half-Life. Ah, jetzt hat ihn. Jo, das ist ganz krass auf die Kunde gerade. Nie Bock! Was haben die denn hier zu suchen? Push auf 10. Oh Gott. Ja, irgendwie nehmen die uns gerade hart. Wer C kontrolliert, kontrolliert ihn. Ja, wir sind gerade dran an C. Ja, wieder pushen. Hinter uns schon wieder, ey. Kontrollier, 13 AP und stehen auf Frontline, danke. Oh ja, Papa Pelps Frontline lassen. Also der hört nicht so geil. Oh. Auf E ist ein Yoda. Yoda ist fast down. Ich komme. Übrigens hat er mich mitbekommen. Ich stand hinter ihm, konnte ihm schön eine Rakete reindrücken.
Soldier ist so gut wie tot. Ja. Gut Job. Schwierig. Push mit an. Oh Gott, ich hab einen Lag. Loop ist hier. Aua. Oh. Han Solo. Du bist bei Loop, okay. Komm, grill ihn weg. Bin ich dabei. Auf mich wird halt noch nebenbei geschossen. Richtig. Ja, wir kontrollieren C, wir kontrollieren die Map. Bruder ist immer noch rechts hinter uns, ne? Ah ne, das ist gut. Du bist tot. Ah, boah, ja, push irgendwo hin. Ja. A, ich schätze mal A, ja. A, nicht D, D ist hinter uns. Immer D. D ist hinter uns, natürlich noch hinter uns. Da kommt nie was. Ich glaube, ich schaff's aber nicht mit dem. Komm mal. 25 Leben. Die haben wir. Cool, cool, cool. Kommandeur trifft ein. Bereit machen. Oh, Luke steht vor mir. Mhm. I see. Jup, jup. Oh, schade, bin ich getötet. Oh, er wäre mich fast. Ah, jetzt ist er tot. Der Kopfgeldjäger Boba Fett hat sich uns angeschlossen. Boba? Ja. Luke ist tot. Noch vor C. Oh, das ist so shit. Du bist tot. Zurück. Der Rebell Han Solo wurde gesichtet. Vorsicht! Ist jetzt alle problematisch gerade. Aua. Hui, da war schon Abgang. Mit dem Bogen. Mit dem Bogen wurde ich getötet. Bogen. Hat dies Respekt. Ja, Ewok, friss Rakete. Wir haben uns gegenseitig getötet. Aber gleich habe ich keine Points mehr für meinen. Ui, könnte besser laufen. Ich hab den Serial Lauser getötet. Auf C, auf dem Hangar drauf. C, jawohl. Komm. Oder Bunker oder was auch immer. Oben drauf, ja, Boba ist gerade auf dem Weg. Da oben. Ja, genau da oben drauf. Warte mal, ich kann da auch da hoch. Eine Raketentruppe, ja. Ja, ich könnte da hoch. Hätte ich es geschafft.
Ja, nicht mehr, der war vorhin, war auch nur einer, aber da hab ich hart rüber gedurft. Linke Flanke ist viel hinter dir. Oh, Bobo muss aufpassen, hier ist sehr viel Sand, nicht dass er wieder in die Skala-Kapit reinfällt. Wieder verschlungen würde. Ja. Oder wie sein Vater in 1v1 mit einem Lichtschwert kommt. Ach ja, die Fats, das ist schon eine Familie. Ja, Lappenfamilie, wenn du mich fragst. Ja, die haben eine Schwäche für dumme Tode. Jupp, jupp. Aua. Lol. Oh. Komm mal ein A-Push oder so. Ich bin gerade Leute mit der RPG am töten. ja, doch mit der RPG. Können wir machen. Hier nur ganz außen rum. Ja, wir stehen bereits auf dem Spot. Ja, ich bin gerade noch mit Darth Maul beschäftigt. Jetzt bin ich da, Heiner. Hey, Luke ist auch schon hier. Ja. Ich hab alles auf Cooldown. Ah, scheiße. Oh, jetzt wollen wir wieder Heavy Trooper spielen. Ja, das war's hier für mich. Was soll denn das? Schießt schon meine Mates ab, bei denen ich gerade gespawnt bin? Hör mal. Ich komm hier aus der Flanke und keiner riecht mich. Keiner riecht dich? Ja, keiner riecht mich. Lol, da ist Han. Ah, das war's. Das war's. Ich hatte einen langen Palpatine Run. Weiß ich jetzt. Yoda ist wieder auf dem Weg. Oh Gott. Alles gut? Ja, Papa Phelps ist ein cooler Typ. Noch. Ist neben dir irgendwo? Ja, ich weiß, vor mir. Oh, du ging da Vader. Oh, ich wollte nur zugucken und wurde dann getötet. Sieg! Hä? Achso, darf gar nicht mehr spawnen. Oh. Sieg! Bad Game, also every game in the Supremacy Era. Der Rapture-Typ ist ja richtig salty. Empire OP. Oh, das war ein guter Palpatine Run. Mhm, oh ja. Ah, das war gut.